Herr Meurer, die GfW ist wieder aktiv und zwar im kreativen Bereich, Creative Stage, ausgerechnet in Duisburg-Ruhrort, wo jetzt gerade die Akzente immer noch nachhallen und einen riesengroßen Erfolg hatten. Was machen Sie hier mit der Creative Stage? Genau, wir wollen diesen Auftakteffekt, den wir hatten jetzt mit dem Duisburger Akzenten, mit dem Local Heroes Beitrag zur Kulturhauptstadt nutzen, um das Thema Kreativwirtschaft hier weiterzuentwickeln. Es gibt Ansätze bereits in Ruhrort und die wollen wir ein bisschen stützen, die tragen ja auch zum Teil hier vor, um dann eben Ruhrort als einen der Kreativstadtteile in Duisburg zu entwickeln. Ich hatte in den letzten Tagen Gelegenheit, mit dem Dieter Gorni zu sprechen, der ja auch über sein Edge-Projekt und auch über die Ruhr 2010 sehr bemüht ist, Kreativquartiere, ich sag mal, in ganz Europa aufzubauen. Und meinen Sie, dass da auch Chancen stehen, europäische Fördermittel entsprechend in Anspruch zu nehmen? Ich weiß gar nicht, ob das so erforderlich ist, weil die Kreativen sind da schon auch ein Stück weiter und finden ihren Weg, wie sie ihre Entwicklung fördern können. Und sei es eben, dass man ein lange leerstehendes Ladenlokal anmietet, weil es eben preiswert ist. Und das sind eben die Möglichkeiten, die wir dann auch versuchen zu vermitteln, um eben diesen Nährboden zu schaffen, dass die Kreativen sich weiterentwickeln können. Wir haben ja gerade hier in Ruhrort in den letzten 17 Tagen gesehen, wie viele schöne oder wunderschöne Locations es gibt, die vorher ja gar nicht entdeckt waren. Nehmen wir beispielsweise solche Sachen wie den Kirchgarten oder nehmen wir auch durchaus hier diese alte Schlecker-Zentrale, glaube ich. Da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten. Wie sieht das denn Ihrer Einschätzung nach überhaupt so mit dem, ich sag mal, kreativen Nährboden hier aus? Tut sich da was? Da tut sich schon eine Menge. Das eine ist eben direkt hier gegenüber eine alte Eisenwarenhandlung. Da ist jetzt das Lokal Harmonie mit Theateraufführung als Treffpunkt auch für die Jugendlichen. Wir haben die alte Kneipe, in der Schimanski sein Bier getrunken hat. Da ist jetzt Café Caldi. Also auch ein ganz neues Konzept, komplett umgestaltet, aber Treffpunkt der alten Ruhrter und der neuen Kreativen. Und das sind genau die Ideen, die wir brauchen. Stichwort Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Stichwort bei Ruhr 2010. Das ist der Weg dahin. Genau das. Wir müssen jetzt diese einzelnen zarten Pflänzchen, die sich entwickeln, zusammenbringen. Dafür auch solche Veranstaltungen, wo die Kreativen sich untereinander kennenlernen und vielleicht auch Synergien erzeugen können. Und dann werden wir das auch als Wirtschaftsförderung unterstützen, dass dann eben hier mehr daraus entsteht. Ich meine, einen ganz prominenten Kreativen bekommt Ruhrort ja in jedem Fall. Horst Naumann wird nach Ruhrort ziehen. Ja, das ist dann eben auch ein zusätzlicher Baustein und wir sind da auch an anderen Bausteinen noch dran, auch eben kreative Werbeagenturen hier hinzubringen. Und das ist ein ganz, ganz breites Spektrum und nur so kann es dann funktionieren. Okay, danke, Herr Meurer. Bitte. Paul Gunold, wir sind heute auf der Creative Stage mitten in Duisburg-Ruhrort, kurz nach den Duisburger Akzenten, die ein Riesenerfolg waren. Und es geht darum, ein Kreativquartier hier in Ruhrort zu etablieren. Wie sehen Sie die Chancen dafür? Ich behaupte einfach, die Kreativität ist vorhanden. Die muss nur nach vorne gebracht werden. Das ist das Wichtige vor Ort. Ich war überrascht, als ich erlebt habe, wie viel in den Hinterhöfen dieses Ortsteils schlummerte, während der Akzente nach vorne gebracht wurde. Und jetzt eigentlich nur dem Besucher klarzumachen, der Ortsteil hat sicherlich ein maritimes Flair, aber auch ein erhebliches künstlerisches Wirken. Ja. Ich meine, das mit diesen Städten, das haben wir ja gesehen. Also es gibt ja hier, ich meine, wir brauchen uns ja beispielsweise nur hier umgucken in dieser ehemaligen Schleckerzentrale. Beziehungsweise es gibt ja hier so viele auch leerstehende Lokalitäten, die sich eigentlich wunderbar dafür eignen, wie man ja bei den Akzenten sehen konnte. Das ist richtig. Und ich hätte die Möglichkeit, mit einigen Künstlern auch zu sprechen, die deutlich machten, wir finden es toll, dass wir mal hier an die Front gebracht werden, dass wir hier einen Kontakt zu der Bürgerschaft, zu den Besuchern bekommen und sie wünschen sich auch, dass die Zukunft ihnen diese Möglichkeit erhält. Britta Gies, wir sind hier in Ruhrort bei der Creative Stage der GfW. Was fällt dir zum Stichwort Café Caldi ein? Ja, zum Stichwort Café Caldi fällt mir natürlich ein neues Café am Ruhrorter Markt, ein Pionierprojekt in Ruhrort mit der festen Überzeugung, dass wir hier am richtigen Platz und am richtigen Ort sind und schon auch viele neue Erfahrungen mit kreativen Leuten gemacht haben. Jetzt ist das die erste Veranstaltung dieser Art, die ihr beliefert. War das ein Problem für euch? Nö, überhaupt nicht. Also wir denken und wir sehen uns mittlerweile schon als Local hier und im Grunde auch als Zulieferer für kleine Feste. Und wir haben uns der Aufgabe gestellt. Wir waren sofort begeistert dabei und haben mal kreativ gezaubert heute aus der Küche, aus dem Caldi. Was gibt's?
Es gibt Kleinigkeiten, also kleine Graubrotschnittchen mit verschiedenen frisch gemachten Aufstrichen. Alles frisch gemacht, Salate, kleine Frischkopfsalate, ein bisschen was Süßes natürlich so zum Abschluss, zum Schnuppern. Einfach Kleinigkeiten zum Schnuppern. Und dann sag uns doch zum Schluss nochmal, wo findet man das Café Caldi? Ja, das Café Caldi findet man an der König Friedrich-Wilhelm-Straße 18. Viel einfacher ist am Neumarkt und gleich am Bunker. Okay, dann abschließende Frage, was sind denn so eure Spezialitäten? Unsere Spezialitäten sind neben dem Kaffee natürlich unsere Kaffee-Raritäten, aber ich glaube, unsere Spezialität ist der Service und die Liebe zu dem, was wir tun. Wir servieren frischen Kuchen, wir servieren etwas Kleines zu essen, aber vor allen Dingen gibt es Möglichkeiten zu entspannen oder was Neues zu erleben. Also ich kenne Leute und da schließe ich mich ein, die fühlen sich da richtig wohl. Das ist toll. Wir merken das, es wird immer mehr, es kommen sehr viele positive Resonanzen und wir fühlen uns wohl mit unseren Gästen. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und viel Spaß heute Abend. Danke. Olaf Reifegerste, wo treffen wir uns mal wieder? In Ruhrort. Duisburger Akzente? Sind zwar vorbei, aber Ruhrort lebt. Creative Stage? Ist eine Plattform, um Neues zu entwickeln und Weiteres in die Wege zu leiten. Kreativquartiere? Müssen sein. Ruhrort ist eine solches, noch völlig unterbelichtet, aber das Potenzial ist da. Neuansiedlung? Von Kreativen, von Künstlern, aber auch von sogenannten Wirtschaftskreativen insbesondere. Dieter Gorni? Gehört mit dazu. Bernd Fesel ist im Augenblick schon mit dem Boot. Dieter Gorni ist nur eine Frage der Zeit. Als nächstes die Frage, jetzt mal etwas ausführlicher werden. Die Traumzeit steht vor der Tür. Das ist traumhaft, die Traumzeit, die beginnt am Freitag, geht bis Sonntag. Wunderbare Konzerte. Tim Iswort als künstlerischer Leiter hat das Festival geöffnet. Auch im Bereich so der Popmusik und auch der, sagen wir mal, populäreren Musik. Ich finde, es ist eine Bereicherung, gerade insbesondere was die Elektronik anlangt. Denn Jazz und Weltmusik endet eben halt nicht nur also im traditionellen Jazz. Nach der Traumzeit die Love Parade. Das ist sicherlich, sagen wir mal, ein großer Highlight in Duisburg, eine große Herausforderung, vor allen Dingen auch für die Stadt. Aber ich glaube, die Raver und ich gehöre mit dazu, obwohl ich viel zu alt bin schon dafür, aber die Musik liebe ich halt. Halbzeit Ruhr 2010. Großer Erfolg. Ich glaube, wir werden Liverpool schlagen mit 9,7 Millionen Einwohnern, aber es geht nicht unbedingt um Olympiade, Olympische Spiele, sondern die Menschen, die sowohl im Ruhrgebiet erstmals erkennen, sie sind Ruhrorter wäre übrigens auch schön, ja. Nein, es sind Ruhris und sie sind ja wirklich auch rührig, dass man eben halt merkt, man gehört zu dieser Region. Aber es kommen auch Menschen eben halt von Amsterdam, aus den Niederlanden, aber auch aus Frankreich und woanders auch her. Interessanter Versprecher. Hast du ein besonderes Highlight für Ruhr 2010 bis Ende des Jahres noch? Na, es gibt natürlich leider in Ruhrort jetzt nicht unbedingt noch, was jetzt bei der Ruhr 2010 ist, aber Ruhrort ist immer ein Besuch wert. Vielleicht schaffen wir doch noch mal etwas Besonderes in Ruhrort zu erreichen, unter anderem jetzt eben halt auch vielleicht mit einem Initiativkreis Ruhrort. Das ist so mein Wunsch und auch mein Mitwirken jetzt in dem Falle. Aber es gibt natürlich ein großes Highlight, das ist natürlich die Stillleben auf der A40. Wenn die Autobahn auf 60 Kilometer praktisch stillgelegt wird. Das ist dann sozusagen der ehemalige Ruhr-Schnellweg, der dann zum Ruhr-Langsamweg, die Entdeckung der Langsamkeit, dann endlich auch Einzug erhält hier ins Ruhrgebiet. Zu den Ruhrlights, sagst du da auch was? Habe ich zu wenig Erfahrung, zu wenig Ahnung. Das weiß die Frau Dr. Dinkler besser. Sie ist da sozusagen federführend mit dabei für Duisburg. Aber ich glaube, es wird auch eine Highlight-Veranstaltung. Nochmal zurück zur Traumzeit und Tim Iswort. Da haben wir den Bogen zum Ruhrort, weil da haben wir hier was ganz Tolles entdeckt, nämlich den Kirchgarten. Und den hat er natürlich auch mit Liebe, Sehnsucht, Ruhrort im Film und kompositorisch natürlich verpackt. Und natürlich auch ein Jupp Götz ist wiederum als Kurator bei seiner Traumzeit mit dabei. Also man merkt, Ruhrort ist überall. Du hast jetzt viele Fragen beantwortet, du hast trotzdem nichts gewonnen. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Enttäuscht kann man nie sein, wenn man in Ruhrort lebt. Danke.